mal wieder ein kleines Update. Das letzte ist ja schon ein Weilchen her. Und wie immer habe ich vergessen, wie überhaupt der Stand war. Daher weiß ich ja gar nicht, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist und was ich erwähnen müsste oder nicht und ob es überhaupt irgendwas zu erwähnen gibt. Ich klicke das mal so durch, mal gucken, ob mir irgendwas einfällt. An den Schiffen an sich hat sich, ich glaube, nichts geändert. Erreiche System bei Einigkeit. Das wird alles noch beim Alten sein. Aber ich habe die Basis weiter umgebaut. Und dann geht es schon los, dass ich nicht mehr weiß, was ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Ich hatte nochmal so ein Mini-Update dazwischen. Ich muss erstmal wieder meinen Kanal hier öffnen, falls sich jemand hierher verirrt, dass ich das auch mitkriege. Ich hoffe, ich habe es sehr leise gemacht, dass das euch nicht gleich auf die Ohren schlägt. So, da sehe ich nämlich wenigstens den Chat. So. Genau. Da gucken wir doch mal. Was ist passiert? Bauplan. So. Ich glaube, das mit den Docks, das hatte ich schon erzählt. Was ist sonst passiert? Genau, ich habe die komplette Einheit von hier drüben nach hier drüben umgesetzt. Wird es komplett demontiert. Man kriegt alle Teile wieder zum Glück. Dann wird es wieder aufgebaut. In der Zwischenzeit funktioniert es natürlich nicht. Und selbst der Verkauf über Händler funktioniert da nicht. Wenn man noch was im Lager hat, habe ich mitbekommen. Dann habe ich hier noch eine Schwarzbrennerei. Raumspritproduktion. Genau, das war's. Hingemacht. Entschuldigung. Weil, ja, ne? So zum Feierabend. Bisschen Raumsprit. Dazu ein bisschen Raumkraut. So kann man den Abend ausklingen lassen. Als Teladi. Dazu habe ich auch noch eine Weizenproduktion dazu gebaut. Dass ich das im Endeffekt auch selber produziere und das nicht ran kann. Muss. Sonst noch irgendwas passiert? Nein. Nicht. Genau, den hole ich gerade hier runter. Ich will mal was ausprobieren. Beim kleinen Kampfschiff. Was ist sonst noch? Ja, das Universum, Galaxie oder was immer das ist, hat sich ein bisschen vergrößert. Hier habe ich ein bisschen was aufgedeckt. Hier drüben bin ich ja gerade so ein bisschen am Erkunden. Die ganzen Felder, das ist, ich glaube, genau, der tüdelt dann so ab. Der packt gerade, das muss ich nochmal sehen, dass ich für ihn dann gleich noch eine Beschäftigung finde. Was ist noch passiert? Ach genau, hier, mein kleiner, wo ist er denn? Der hier, den konnte ich noch ein bisschen schulen. Demzufolge kann er jetzt automatisch Bergbau fortgeschritten. Ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. Ich habe den mal beobachtet, weil jetzt kann der halt selbstständig für Ressourcen vom Hauptsektor aus hinfliegen und die Ressourcen auch verkaufen, so und so viele Sektoren. Und teilweise fliegt der echt Strecken, wo man zwar ein bisschen besseren Preis bekommt. Moment, ich muss mal Mikro ausmachen. Aber ob sich das dann rentiert auf die Strecke gesehen, als wenn er da, wo er erst abgebaut hat, wo die Station direkt daneben ist, das dann direkt hinschafft. Weiß ich nicht. Da müsste ich einen Taschenrechner zücken und das genau beobachten. Mehr anzeigen. Klar macht er hier ein bisschen mehr Geld. 180 gegenüber zuletzt immer so 140, 145. Dafür ist er aber auch wesentlich länger unterwegs. Das hier war eine Ausnahme. Da hatte ich mal nach was anderem gemeint. Aber da können wir da auch gleich mal gucken. Was haben wir hier für Zwischenräume? Elf Uhr
weiß, wie rum geht denn das hier, hä? Was ist denn vor? Achso, das ist immer vor, deswegen geht's so rum. Aber da können wir doch mal schauen. Das ist dann 34, 44. Das sind so knapp 15. 43, also 10 bis 15 Minuten, wenn ich jetzt rein rechnerisch nicht völlig daneben liege. Es ist schon spät. Und was liegt jetzt so? Ah, guck dir mal her, ne? Das sind 38. Oh, hier 2, 18. Das sind 18 Minuten. Je nachdem, wie rum man das macht. Hier sind sogar 40 Minuten dazwischen. Also er braucht, boah, ewig lange und hat kaum mehr Geld. Falls ich jetzt komplett falsch liege, könnt ihr das gerne irgendwo kommentieren. Aber hier sind sogar 25. Also er braucht wesentlich länger für minimal mehr Kohle. 35 bis 50, da haben wir es wieder. Ne? Sind hier ist er auch 18 Minuten unterwegs gewesen. Aber im Durchschnitt ist er wesentlich kürzer unterwegs gewesen. Aber naja, so handelt er vielleicht in verschiedenen Systemen mit verschiedenen Fraktionen und es gibt eventuell überall immer ein paar wenige Fraktionspunkte, bis mal komplett um Level steigt. Sehe ich das mal so als Vorteil. So, haben wir das. Und sonst hat sich, ich glaube, nicht viel getan. Klar, die entsprechenden Blautpausen habe ich mir geholt. Sitzt jetzt so für die Produktion aus. Sonst noch Lager. Ach so, Lager habe ich hier massiv erweitert, weil ich mal was ausprobieren möchte. Weil die Preise sind ja immer so ein bisschen abhängig. Je nachdem, wie viel man im Lager hat, demzufolge, wie viel auch wahrscheinlich im System vorhanden sind. Was wiederum heißt, umso mehr man drin hat, umso weniger kriegt man dafür. Was aber wiederum heißt, dass man vielleicht dann größere Mengen direkt verkauft und nicht immer nur so eine Minimenge. Also die Lager, das ist nie vollgelaufen. Bevor es vollgelaufen ist, gab es immer einen Abnehmer. Also hätte ich das nicht machen brauchen vom Preis her. Aber ich wollte mal ausprobieren, ob dann direkt größere Mengen verkauft werden. Gucken wir mal. So, und ansonsten habe ich überhaupt noch keinen Plan, was ich heute mache. Deswegen tümpeln die jetzt auch so ein bisschen rum, weil die sind eigentlich auch nicht genötigt, irgendwie was zu verkaufen, weil nichts vollläuft, was zwar sinnlos ist. Theoretisch könnten sie es ja trotzdem machen, vorher ging es ja auch, dass sie irgendwas zu dem Preis gefunden haben, wo sie es hin verschachern. Na, mal gucken. So. Aber was immer super anzusehen ist, wenn die ganzen Schiffe an- und abdocken. Ui, da kommt einer an. Was ich aber nicht verstehe, warum ich heute so miese FPS habe. Habe ich irgendwas vergessen umzustellen? Das ist eine gute Frage. Ich muss mal kurz was schauen. Tastenkombination. Ach, Alt F7. Ich mach mal kurz Pause. Alt F7.
So, wieder da. Hat mal was im Hintergrund jetzt am Laufen. Dass ich es mal sehe. 43 FPS. Warum? Was ist denn hier kaputt? Es ruckelt echt so ein bisschen vor sich hin. Hier draußen habe ich da normalerweise immer Minimum 60. Das ist mir ja gerade sehr suspekt. Warum habe ich so eine hohe CPU-Auslastung? Also was heißt hoch, aber sonst tümpelt die mit 8 oder 7% so vor sich hin. Selbst die GPU ist nicht ausgelastet. Fragen über Fragen schon wieder hier. Ich mache nochmal kurz Pause. Ja, das ist irgendwie total dubios heute. Und wenn ich mir dann die GPU-Auslastung anschaue, geht die auch total wellenartig. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Als würde irgendwo die CPU... Was soll denn das sein? Ich muss weiter forschen. Ja, das ist extremst merkwürdig. Verstehe ich nicht. Ich lasse es mal eine kurze laufen. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine. Eigentlich läuft nichts weiter. Oder ich muss den Rechner mal neu starten. Ist irgendwas abgeraucht, irgendwas blockiert oder... Aber das ist so ungewöhnlich. Dass das so hoch ist. Hier ist alles wie immer. Da kann man ja auch nichts falsch machen. Da hat sich nichts geändert. Selbst die habe ich auf einmal nur 27 FPS. Das kann nicht sein. Kaputt. Da. Ist eigentlich nichts los. Nichts los und nichts los, aber es geht nichts. Stimmt. Die ist auch nur auf... Hä? 1,70. Ich habe doch Energiesparmanagement ordentlich eingestellt, oder? Was ist hier los? Ne, ist auf Energiesparmodus. Was ein Dude.
Aber ich habe das da zum Test gerade von ausbalanciert, aus Versehen falsch gestellt. Und vorher war es auf ausbalanciert, aber wir gucken mal. Vielleicht liegt es wieder mal an dem Problem, was vor der Kiste sitzt. Wie so häufig. Ja, ne? So, wir spulen zurück, den Rest schneiden wir mal imaginär raus. Ja, jetzt sieht die Sache schon besser aus. Wo war mal Schiffe andocken, genau, und abfliegen? Es ist doch immer ein Traum hier. Wie das aussieht. Die starten und landen. So, echt Energiesparmodus. Ja, ich stelle immer meistens auf Energiesparen, wenn ich eh nicht zocke, weil warum soll die CPU und der Rechner, dass ich einen abkurbeln? Aber jetzt habe ich schon wieder das Problem, dass ich auf 45, also hatte ich vor uns doch ausbalanciert. Also ist das noch nicht das Problem gewesen, was ich dachte. Aber diesmal ist es die GPU, die fast ausgelastet ist. Naja, ich werde es beobachten. Zocken wir jetzt erstmal ein bisschen weiter. Genug sinnlos rumgelabert hier. Hier auf der linken Seite hört sich so nach einem großen Pott an. Ja. Den haben wir jetzt, ich glaube, verpasst bei dem sinnlosen Rumexperimentieren. Der hier unten dann andocken. Oh. Was ist da? Interessantes Design. Ach, schon schön, schon schön, schon schön. Dafür mag ich das Spiel dann wieder. Das ist echt entspannt zum Feierabend einfach so ein bisschen hier sinnlos rumtüdeln und gucken, was passiert. Hermes, Angreifer. Osiris Morgendämmerung. Deswegen halt wird es dann auch nicht so geschwätzig, wenn ich jetzt doch noch ein Stück spiele. Ich habe nicht allzu viel zu berichten. Und heute ist schon Donnerstag. Die Woche war kurz, aber trotzdem irgendwie anstrengend. Da hat man dann auch nicht mehr so die Lust, groß durch die Gegend zu schwallen. Was haben wir denn hier? Antimateriewandler. Okay. War noch eine fette Kiste. Kann ja mal gucken, was es für Missionen gibt. Gibt es irgendwas? Schiffssteuerung, eine Zweier, was müssen wir machen? Schiffsfische, Konsolenhack, nee. Das nehmen wir. Würde ich aber sagen, wir steigen in den schnelleren Kahn ein hier. Sonst kommen wir da nie an. Jetzt muss ich gerade mal was anderes prüfen, wie das so ist. Ja, gut, ist. So, jetzt bin ich hierher geflogen und das, was ich ausprobieren wollte, probiere ich jetzt gar nicht aus. Also. Mal es wieder als Verteidiger hier zu sortieren. Ach so, vielleicht gibt es auch ein Problem. Nee, das mache ich nicht. Das ist völliger Schwachfug. Weil aktuell brauchen wir das nicht, da der Transporter, wo ist er denn? Ich habe es eh dem falschen Schiff gerade zusortiert. Permanent unterwegs ist. Was mache ich da mit dem? Gucken wir hier mal an und warten. Erlaubnis,
Kestrel, Angreifer. So, machen wir das. Jetzt machen wir ein bisschen hier Satelliten reparieren. Sei gegrüßt, mein Freund. Ein kleiner, grüner, schuppiger. Ah, das ist hier. Guck, da kommt er gelandet. Es ist... Ich finde das so geil. In die Basis. Adler, Angreifer. Alter, du willst in eure Lager packen. So, gib mal die Landeform frei. Das ist so, ne? Jetzt wird er da eingepackt. Das ist dockfrei. Träumche. Es ist einfach ein Träumche. Ich muss gerade noch mal eine Runde hier in der Basis vorbeifliegen. Die Schwarzbrennerei flubbert. Ah, guck, da kommt wieder einer. Ach nee, das ist eine Dingsdrohne. Verguckt. Herrlich. Hier, guck mal, unten fließt dann, was immer das ist, das Wasser da lang oder was? Oh, schön. Stundenlange Begeisterung. Kommt gerade nichts, was andocken will, deswegen würde ich sagen, doch, da hinten kommt wieder. Das müsste... Nice. Genau. Mineralien, Angreifer. Mineraliensammler sein, Eis. Ich gerade noch mal runter. Es ist kein Wunder, dass ich in dem Spiel zu nichts komme und alles ewig dauert bei mir, aber... Wo stehe ich im Weg? Bist du gerade hier? Mal gucken, was die KI macht. Vielleicht finden wir das Spiel gleich nicht mehr so toll. Nee, okay, bremst. Zieh dann so rein. Das finde ich auch klasse, wenn die in die eigenen Schiffe kommen mit dem eigenen Logo, was du drauf machen kannst. Gerade wenn dann irgendwie drei oder so auf einmal kommen. Ja, der ist ein bisschen unentschlossen. Stand ich vielleicht doch im Weg. Ja, jetzt kommt noch ein anderer. Achso, sehe ich ja gerade nicht, weil ich alles aus habe.
Nee, weit und breit nichts zu sehen. Nee, gut jetzt. Auf geht's. Weiter im Text. Jetzt haben wir ewig hier rumgetümpelt. Mal gucken. Ah, da kommt... Jetzt kommt gerade ein Wasserfrachter und lade ich. Na gut, die sehen eh nicht so schön aus. Also, weil die so wuchtig sind, gibt es wesentlich schönere Großtransporter. Aber da düsen wir jetzt erstmal, machen wir erstmal die Reparatur, würde ich sagen. Ich mache mal die Ingame-Musik noch ein bisschen lauter. Ja. Ist halt schade, dass man keine andere Musik parallel spielen lassen kann, nicht dass dann irgendwie was gesperrt oder was weiß ich wird. Aber ich habe eine relativ geile Playlist bei mir in der Kanalinfo, wer sie noch nicht gefunden haben sollte. Mit so verschiedener Space-Mucke oder Space-ähnlicher, die man gut dazu hören kann. Ja, so ein bisschen entspannt und gechillt ist. Hat er, oder? Und jetzt, ja. Erweiterter Satellit. Gute Arbeit. Okay, das scheint ein Spiel ein bisschen buggy zu sein. Es ist wohl vermutlich dreimal dasselbe Satellit. Gute Arbeit. Ja. Gut, das macht's mir dann natürlich einfacher. Testrill. Angreifer. Ich muss nicht durch die Gegend fliegen. Und bin direkt fertig. Das war doch mal eine schnelle Mission. Super. Was haben wir sonst noch irgendwas? Pack der grünen Schuppe. Aber nichts, was ich gerade gebrauchen kann. Ach, Fraktion wollte ich gerade eben auch nochmal schauen. Okay, okay, okay. Pack der grünen Schuppe. Minus 5. PGS. PGS. Sind das die? Hab ich die? Wer ist denn das? Ich bin immer noch nicht fit. Ach, das sind die, aber... Piraten des Pakts der Grünen. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Gut, der hat Flucht automatisch eingestellt, glaube ich. Sage ich jetzt einfach mal so, das hatte ich, glaube, so gemacht. Pakt der Grünen Schuppe, das wollte ich nachgucken. Das sind nur dann die. Was muss ich denn da so machen? Ziel. Eine lukrative Gelegenheit. Lukrative Gelegenheit. Ich darf nicht versiegen. Vielleicht würde mal interessieren, ob ich da das Standing wieder hochkriege. Weil minus 5 gefällt mir gar nicht so, dass man dann eventuell ratzfatz so abgerutscht. Ich check nochmal, ob das wirklich auch die richtigen sind. Pack der grünen Schuppe. Doch. Würde ich mich mal an einer Mission. Was war das? PGS Freibeuter. Was? Da haben wir es doch schon wieder. Pack der grünen Schuppe. Aber das zählt, ich glaube, erstmal nicht so rein, wenn ich abhaue. Das ist nur irgendwas Temporäres. Oder auf Dauer dann. Deswegen probieren wir mal irgendwas. Haben wir irgendwas, wo ich sage, das könnte ich hinkriegen als Bruchpilot?
Was soll denn das sein hier? Störender Agent. Nebenmission, was soll denn das sein? Ja, was ist denn das? Objekt an Position aufstellen. Na, das kriege ich doch. Da bin ich doch ganz groß. Komm, das machen wir mal. Ach nee, es ist doch Tötel? Och nee. Nee. Ich möchte das nicht. Hier steht ein... Warte mal, Sinus in der Gegend rum. Es ist, wenn ich die Mission jetzt abbreche, kriege ich dann Negative Standing. Können wir ja auch mal machen. Warum ist denn das auf einmal Twitter vorne? Es war doch angezeigt, dass ich eigentlich was aufstellen sollte. Oder habe ich mich da schon wieder verguckt? Warum sind das auf einmal Abschusssymbole? Habe ich die falsche Mission angenommen? Hm. Das muss ich mir dann in der Aufzeichnung gleich nochmal anschauen. Das kann doch nicht sein, dass das auf einmal drei Abschuss sind. Mission abbrechen. Mal gucken, was passiert. Oder kriege ich da eine Weile keine Missionen mehr? Sieht so aus, dass ich jetzt erstmal keine Mission bekomme. Was haben wir jetzt gekriegt? Blablabla, Handel. Fertiggestellt. Gut. Das ist echt so eine lahme Kröte. So, hat sich da nochmal irgendwas getan? Gefallene minus 5. Logbuch. Tun wir mal ansehen. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ist eigentlich alles nur gewonnen. Gefallen auch, ne? Oder gesunken. Ansehen. Aber es müsste ja trotzdem dann alles unter Ansehen stehen. Ansehen, Ansehen. Riecht schon Waschlahmtheit her. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Zumindest kein Minus, also kein generelles irgendwie. Ah, jetzt bewegt er sich. Schade. Der
versucht aber noch hinterher zu kommen. Ich könnte ja theoretisch, aber mit einem Schiff, das geht mir eh krachen, wenn hier ein paar mehr kommen. Wenn ich jetzt sagen würde... Wie ging das? Oder schon... Position beschützen. Mal gucken, vielleicht kommt da was bei rum. Das sind 20 Kilometer. Ist der Radius. Wenn das 20 sind... einer gewissen... Ah ne, ist ja automatisch. Ist ja NPC, dann bringt es mir auch nichts. Also kein Standing oder irgendwas gewinnen, ich glaube. Da müsste ich es dann selber im Radius der Station machen. Ach egal, der steht eh nur rum, solange wie er mir nicht abgeschossen wird. Oh, hi. Ich habe jetzt nicht auf den Chat geachtet. Ich weiß nicht, wie lange das schon drin steht. Sorry. Weil irgendwie stimmt da meine Anzeige nicht, ob hier jemand... im Stream drin ist oder nicht. Irgendwie ist halt der Wurm drin. So. Ist alles genauso durcheinander wie ich heute. Ja, alles klar, supi. So. Also da gibt es dann scheinbar keine Mission eine ganze Weile. Ich tüdel aber trotzdem mal in das System. Wollen wir hinfliegen und warten. Der Stream stockt auch. Das ist heute echt merkwürdig. Vielleicht sollte ich doch mal den Rechner neu starten, aber danke für die Info. Genau, ich glaube, ich mache das mal. Ich speichere mal ab. Starte die ganze Kiste neu. Und guck da nochmal. Und guck mir vor allen Dingen den gleich mal an, was da heute los ist hier. Es ist ein... Oder ist irgendein Download? Das macht meine komplette Bandbreite für meinen Internetanschluss. Stimmt. Nee, stimmt nicht. Nee, ist eigentlich alles super. Ja, dann speichere ich mal ab. Ich starte mal neu und mal gucken, was dann passiert. Also dann eventuell noch mal bis später.